Heute im Hessenschau-Studio Andreas Hieke und Hülya Deneli. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und das haben wir heute im Angebot. Lufthansa-Rettung steht kurz bevor. Gottesdienst als Schnitzeljagd. Und Hessens erste sesshafte Wölfin. 35.000 Mitarbeiter hat die Lufthansa. Da kann der Staat nicht zugucken, wenn so ein Unternehmen pleite geht. Seit Wochen wird deshalb verhandelt. In welcher Form die Bundesregierung die Bruchlandung verhindert. Im Kern geht es um die Frage, gibt der Staat nur Geld und die Lufthansa kann machen, was sie will. So wünscht sich's Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Oder nimmt der Staat dann auch Einfluss auf die Geschäftspolitik? Kommt endlich zu Potte, fordert mittlerweile der Betriebsrat. Jetzt wurde er wohl erhört. Noch ist nicht alles in trockenen Tüchern, aber es sieht so aus, als würde der Staat der Lufthansa wieder Wind unter die Flügel geben. Die Verhandlungen über ein staatliches Rettungspaket nähern sich dem Abschluss. Am frühen Morgen teilte die Airline mit. Das noch nicht final vereinbarte Konzept sieht Stabilisierungsmaßnahmen im Umfang von bis zu 9 Milliarden Euro vor, davon 3 Milliarden als KfW-Darlehen. Daneben wird der Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF eine stille Einlage leisten. Der Bund würde eine 20-prozentige Beteiligung erhalten und eine Option auf weitere 5% plus eine Aktie, eine sogenannte Wandelanleihe. Damit würde er eine Sperrminorität erreichen und könnte wichtige Entscheidungen blockieren. Bedingungen: keine Dividende für Aktionäre, Deckelung der Managervergütung, 2 Sitze im Aufsichtsrat, besetzt in Abstimmung mit der Regierung. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO sieht das vorgelegte Rettungspaket skeptisch. Wir gucken mit sehr gemischten Gefühlen auf dieses Rettungspaket. Einerseits schafft es Sicherheit, weil damit auch eine mögliche Insolvenz vom Tisch ist. Auf der anderen Seite erkennen wir noch keinen Schutz der Arbeitnehmer in diesem Paket. Da wird dann jetzt eben die Politik beweisen müssen, ob sie einfach nur Geld gibt und dann sagt, ich habe damit nichts mehr zu tun. Oder ob sie auch dafür Sorge tragen möchte, dass mit dem Steuergeld am Ende auch Arbeitnehmer und damit eben auch die Steuerzahler geschützt werden. Jetzt ist das Management der Lufthansa um Vorstandschef Carsten Spohr am Zug. Kommt es zur Einigung, müssten noch die Aktionäre der notwendigen Kapitalerhöhung zustimmen und damit der Lufthansa wieder Rückenwind geben. Und wir sprechen mit unserem Luftfahrtexperten Michael Immel. Michael, so viel Steuergeld, da sollte doch eigentlich das Mitspracherecht des Staates selbstverständlich sein, oder? Naja, noch ist ja nicht alles beschlossen und sollte möglicherweise, aber das, was mein Eindruck im Moment ist, ist eigentlich, was vereinbart worden ist, das ist eine maximale Staatsferne, denn zwei Stichworte, zum einen sichere Arbeitsplätze und auch zum Beispiel Klimaziele, zu all dem, so höre ich, ist nichts vereinbart worden. Lufthansa hat ja schon in den letzten Wochen bekannt gegeben, dass 10.000 Arbeitsplätze abgebaut werden müssen, da gab es also Hoffnungen, die schwinden jetzt, dass man dazu Vereinbarungen treffen kann zu einem sozialverträglichen Abbau. Und auf der anderen Seite, was die Klimaziele angeht, da haben wir ja auch in Frankreich zum Beispiel gesehen, dass der Staat Auflagen gemacht hat. Schaut euch mal die Sinnhaftigkeit von Inlandsflügen an. Wie sieht es aus mit dem CO2-Ausstoß? Eine Air France muss das kompensieren. Im Moment, so sieht es aus, steht all das nicht in dem Rettungspaket mit drin. Ist das denn ein gutes Investment oder kann das genauso ertragsarm werden, wenn der Staat jetzt einsteigt wie damals bei der Commerzbank in der Finanzkrise? Ich glaube, das Risiko ist ein ganz anderes als damals bei der Commerzbank. Denn damals hat der Staat eine Aktie für 70 oder mehr als 70 Euro gekauft. Heute ist sie 3 Euro wert. Und bei einer Lufthansa, da reden wir im Moment von einem Aktienwert. Eine Aktie kostet so um die 8 Euro. Also das ist eine ganz andere Größenordnung. Und zum anderen müssen wir auch sehen, das Unternehmen, die Lufthansa war ja in den letzten Jahren profitabel gewesen. Auch das ist also nicht vergleichbar mit einer Commerzbank. Also das sind ganz andere Voraussetzungen. Und mein Eindruck ist nicht, dass eine Lufthansa am Ende zu einer Lasthansa werden würde. Wollen wir es hoffen. Vielen Dank für diese Einschätzung, Michael Immel. Ein Gottesdienst als Schnitzeljagd. Die Kirche muss sich was einfallen lassen, wenn Christi Himmelfahrt für die meisten Vatertag ist. Und in Corona-Zeiten sowieso. Wir haben uns heute mal zwei ganz neue Formen von Gottesdiensten angeschaut. Kreativ, anregend und für Kinder geeignet. Der Schnitzeljagd-Gottesdienst ist ein Gottesdienst unterwegs. Du kannst ihn allein oder mit deiner Familie gehen. Der Weg führt dich an 5 Stationen in Obermelsungen. Keine Glocken, die zum Gottesdienst in Obermelsungen rufen, keine feste Uhrzeit, stattdessen Schnitzeljagd-Spurensuche im Himmelfahrtsparcours.
Bushaltestelle am Unterer Weinberg. Ausgedacht haben sich das Jana Michels und ihr Mann Christoph Kahn. Das Ehepaar teilt sich eine Pfarrstelle. Der Kirchenvorstand hat beschlossen, bis Ende der Sommerferien keine Gottesdienste. Schnitzeljagd also, mal was anderes, aber kein Ersatz. Mir fehlt, dass ich zum Segen am Ende des Gottesdienstes vorne stehe und wirklich segne und nicht den Segen auf ein Papier schreibe und sich jeder den selber zuspricht. Lena Tassler und Verena Giesler zusammen mit ihren Kindern, angekommen bei Station 3 von 5. Das Thema hier, der Himmel und wofür er sinnbildlich steht. Die Gottesdienstalternative, sie kommt gut an. Man kann sich besinnen, wo man will, man kann an Gott denken, glauben, wo man will, wie man will. Und von daher ist das hier im Wald mal eine tolle Gelegenheit, mal was anderes auszuprobieren. Auch Leo hat draußen Spaß, nur Schnitzeljagd ist kein Gottesdienst. Da hat er ziemlich konkrete Vorstellungen. An Weihnachten, bevor man die Geschenke auspackt, trifft man sich in der Kirche und man singt und man betet. Singen und beten. Auch in Fulda fällt Christi Himmelfahrt heute anders aus, vor allem aber kleiner. Nicht wie üblich im Schlosspark mit 800 bis 1000 Gottesdienstbesuchern. Heute früh sind 80 Menschen zusammengekommen im bischöflichen Apfelgarten. Man muss kreativ werden. Und da kam die Idee, wenn wir einen abgeschlossenen Raum im Freien haben, dann ginge das. Und freundlicherweise hat der Bischof uns den Garten heute zur Verfügung gestellt. Botschaft: Die Normalität nach Corona wird nicht mehr die gleiche sein wie davor. Es ist ruhiger, es ist alles derzeit seltsam, sage ich jetzt mal. Und halt die ganzen Kinder, die sonst auch mit dabei sind, sind gar nicht da. Ich brauche jetzt nicht die Menge an sich für meinen Glauben, das ist klar. Aber ja, ich hoffe, wir können bald wieder alle zusammen feiern. Station 5 und Abschluss der Schnitzeljagd in Obermelsungen. Mutmacher aussuchen und mitnehmen. Apropos mitnehmen. Ich glaube, es wird etwas bleiben von dem, was sich jetzt verändert hat durch die Corona-Situation. Wir werden sicherlich wieder ganz normal Gottesdienste feiern und freuen uns auch darauf. Aber ich glaube, so manche besondere Aktion wird auch nächstes Jahr wiederkommen. Ob auch die Schnitzeljagd wieder auf dem Programm steht, ist noch nicht sicher. Lena Tassler, Verena Giesler und die Kinder wären mit Sicherheit wieder dabei. Früher hat man am Vatertag bei Corona an Bier gedacht. Wie feiert man jetzt Vatertag, trotz Corona? Eine Bollerwagenlänge Abstand zur nächsten Bierflasche? Nur Menschen aus zwei Haushalten ist ja die offizielle Regel. Das sind dann zwei Männer und ein Bollerwagen oder eine Vatertagsgruppe mit Frauen und Kindern? Philipp Bellhöfer hat sich mal auf die Suche begeben. Unter der sengenden Sonne Kabens, in den Weiten des Nidderbetts, legen wir uns auf die Lauer. Warten auf das Naturspektakel, das nur einmal im Jahr stattfindet. Männchen, die ihr Rudel an diesem Tag verlassen. Wie aus dem Nichts tauchen sie auf. Wir pirschen uns heran und merken, dass die possierlichen Männchen überraschend wenig scheu sind. Was auf den ersten Blick wie Balzverhalten aussieht, ist der sogenannte Vatertag. Ich würde es mal mit einem sinnlosen Besäufnis beschreiben. Doch es ist anders als sonst. Aus Sicherheitsgründen halten sie sich an feste Abstandsregeln. Gemessen in Parkbänken. Wir versuchen an jeder Parkbank, die wir hier finden, gibt es am Ende hier ein paar, kurz Pause zu machen, einen zu trinken. Auch wenn die so wild wirkenden Männchen unter sich sind, der natürliche Beschützerinstinkt ist da und die Gedanken beim Rudel. An meine Frau und mein Kind und vor allem, weil ich im September nochmal Papa werde und meine Frau mir die Erlaubnis erteilt hat, heute nochmal rauszugehen. Doch es ist ein beschwerlicher Weg über flimmernden Asphalt. In einer kleinen Herrenhandtasche tragen sie das Nötigste, um den Flüssigkeitshaushalt irgendwie aufrechtzuerhalten. Obwohl sie selbst entkräftet sind, helfen sie denen, deren Weg noch schwerer ist. Der Vatertag, muss man schon sagen, ist schon, also jetzt, auch jetzt für die Nichtväter, ist schon etwas Besonderes, wo man eigentlich auch dann auch zusammenhalten muss, als Männer auf jeden Fall. Das gilt bei uns als Männertag auf jeden Fall. Ein Problem für die jungen Männchen: Sie verschmähen Flusswasser und müssen daher immer wieder neue Wasserstellen suchen. Da verlassen sie sich nicht nur auf ihren Instinkt.
Wir haben die Route so geplant, dass wir jeden Kilometer eine neue Quelle finden, dass wir uns mal wieder mit erfrischenden Getränken wieder mal erfrischen können und dann geht's weiter. So kräftezehrend die große Migration auch ist, bei allem Schmerz überwiegt die Freude. Die ist sehr, sehr groß, weil jetzt alle Feste auch ausfallen und dann musst du es halt einfach genießen. Also die ist sehr, sehr groß, die Freude. Der Vatertag, eines der vielen Naturwunder unseres zerbrechlichen Planeten. Lasst uns das Refugium dieser Spezies schützen, damit auch Jungtiere die Chance haben, dieses Spektakel im nächsten Jahr zu erleben. Von den Vätern kommen wir zu den Frauen. Was ist eigentlich aus Maria 2.0 geworden? Seit einem Jahr gibt es jetzt die Bewegung Frauen in der katholischen Kirche. Sie fordern, dass Frauen auch Priester werden dürfen. Das Ende des Zölibats, also dass Pfarrer auch heiraten können und dass die Missbrauchsfälle in der Kirche umfassend aufgeklärt werden. Wo steht die Bewegung? Was ist erreicht worden? Hat sich das Frauenbild durch Maria 2.0 in der katholischen Kirche verändert? Ich bin dafür, dass Frauen die gleichen Rechte haben wie Männer und also auch Priester und andere Ämter in der Kirche übernehmen können. Ich bin dafür, dass die Kirchen ihre Türen öffnen. Ich bin gegen die Ausgrenzung. Ich möchte gerne, dass alle sich wieder wohlfühlen bei uns in der Kirche. Ich bin für gleiche Rechte und gleiche Würde in der Kirche. Der frische Wind, den sie in die Kirche tragen wollen, weht bisher nur bei ihren Aktionen. Die Frankfurter Maria 2.0-Gruppe zeigt bei ihrer Demonstration vor dem Dom Gesicht. Die Fotos zeigen Mitstreiter ihrer Bewegung aus ganz Europa. Und alle fordern gleiche Rechte und gleiche Würde für alle in der Kirche. Kein Unterschied aufgrund des Geschlechtes. Zugang zu sämtlichen Ämtern und sämtlichen Weiheämtern, auch zum Papstamt. Die Kirche sei völlig aus der Zeit gefallen, kritisieren sie, und agiere an der Lebensrealität der Menschen vorbei. Wenn sie nicht mehr für Gleichberechtigung sorge, würde sie nur noch mehr Mitglieder verlieren. Wir sind noch da. Unsere Töchter können wir schon nimmer begeistern. Wir können und wollen unsere Töchter auch nicht so erziehen, dass sie sich nicht daran stören, dass Frauen in der Kirche nichts zu sagen haben. Der Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Elz unterstützt Maria 2.0. Er schätzt die Frauen in seiner Gemeinde und will sie nicht verlieren. Die Frauen, die dafür kämpfen und die dafür sich auf die Straße stellen und die dafür sich Tage und Nächte um die Ohren schlagen, die wachsen nicht einfach nach, sondern die jetzt da sind, ist vielleicht die letzte Generation von guten katholischen Frauen, die sich überhaupt Mühe damit machen. Die anderen, die danach wachsen, wenn die eine Institution sehen, die damit immer noch ein so großes Problem hat, die werden dann wahrscheinlich sagen, hier, komm. Der synodale Weg, den die katholische Kirche mit einem ersten Treffen Anfang des Jahres eingeleitet hatte, beschäftigt sich auch mit mehr Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Doch nun geriet der Prozess wegen der Corona-Pandemie ins Stocken. Auch die Kasseler Maria 2.0-Bewegung war deshalb zu ihrem Einjährigen auf der Straße. Wir sind verärgert, weil die Themen, die Reformthemen und die Themen der Frauen völlig hinten runterfallen über die Corona-Krise. Und die Frage der Gottesdienste und insbesondere der Eucharistiefeiern wieder völlig im Mittelpunkt stehen. Nach einem Treffen mit der Frankfurter Gruppe versteht der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und Limburger Bischof Georg Betzing die Anliegen von Maria 2.0 jetzt besser und unterstützt sie. Ich möchte, dass Frauen auf der Ebene eines Bistums wie auch auf der Ebene der Pfarreien Entscheidungen mittreffen, mitberaten und selber Zuständigkeiten haben. Selbst wenn die katholische Kirche seit Jahresbeginn kleine Schritte Richtung Gleichberechtigung unternimmt, sieht Professor Knut Wenzel für die gesamte Weltkirche kaum Reformwillen. Bei den Argumentationen, die das kirchliche Lehramt vorträgt, sehe ich im Moment keine Chance für eine schnelle Entwicklung. Wenn immer noch gültige lehramtliche Dokumente davon schreiben, dass Frauen von ihrer Natur her die Fähigkeit, das Amt des Priesters auszuüben oder der Priesterin fehlt. Das ist eine Argumentation, die ist derartig aus der Zeit gefallen. Und solange das so ist, werden die Gruppen von Maria 2.0 weiter auf die Straße gehen und für Gleichberechtigung kämpfen.
Jeden Tag gibt es die aktuellen Corona-Zahlen vom Sozialministerium, auch heute am Feiertag. Und die hat jetzt Julia. In Hessen haben sich seit Ausbruch der Pandemie bis heute 9.574 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben des Sozialministeriums sind das 91 mehr als gestern. Laut Robert-Koch-Institut liegt die Zahl der Patienten, die inzwischen als genesen gelten, bei 8.300. Hessenweit sind insgesamt 451 Menschen an Covid-19 gestorben. Im Vergleich zu gestern sind das 5 mehr. Fast die Hälfte aller Corona-Toten in Hessen waren Altenheimbewohner. Das hat eine HR-Recherche ergeben. 26 Landkreise und kreisfreie Städte wurden abgefragt. Insgesamt 20 haben geantwortet. In manchen Landkreisen ist die Zahl der Corona-Toten in Altenheimen im Verhältnis zur Gesamtzahl besonders hoch. Im Schwalm-Eder-Kreis haben 70 und im Kreis Hersfeld-Rotenburg 80% der Verstorbenen im Altenheim gelebt. Experten empfehlen deswegen mehr und regelmäßige Tests. In Kaben im Wetteraukreis sind wegen eines Corona-Falls eine Kita vorübergehend geschlossen worden. Wie der Kreis mitteilte, wurde ein Kind positiv auf das Virus getestet. 16 Kinder und 11 Betreuer sind nun bis Ende Mai in häuslicher Quarantäne. Nach einer gründlichen Reinigung und Desinfektion soll die Kita am 2. Juni wieder öffnen. 10 Wochen lang wurde das Mathematikum in Gießen umgebaut, damit Corona-bedingte Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt werden konnten. Heute hat das Museum für Besucher wieder geöffnet. Die Exponate sind inzwischen in Distanz zueinander aufgestellt, damit beim mathematischen Spiel mit Figuren und Formen Abstandsregeln eingehalten werden können. Ein Zimmer wurde extra neu eingerichtet mit Exponaten zur optischen Täuschung, wie dieser schiefe Turm von Pisa. Insgesamt wurde die Ausstellung entschlackt. Es dürfen sich nur 60 Besucher auf einmal in den Hallen aufhalten. Und diese können rund 2,5 Stunden bleiben. Das war's von den Nachrichten. Weiter geht's mit dir, Andreas. Da war was los in Kassel. Heute vor 50 Jahren haben sich der damalige Bundeskanzler Willy Brandt und DDR-Ministerpräsident Willi Stoff getroffen. Das war damals ein ganz wichtiger Schritt in der neuen Ostpolitik. Das Ende der Eiszeit. Bundesrepublik und DDR waren durch die Mauer und Stacheldraht getrennt. Die DDR ein Unrechtsregime unter der Knute der Sowjetunion. Willy Brandt reichte die Hand, wollte Wandel durch Annäherung erreichen. Aber das war total umstritten. Viele haben das als Verrat empfunden. Tausende am Straßenrand, immer wieder Willi-Willi-Rufe. Es ist fast, als ob Popstars in Kassel zu Besuch sind. Doch das Treffen vom damaligen Bundeskanzler Willy Brandt und dem DDR-Ministerpräsidenten Willi Stoff war alles andere als eine Spaßveranstaltung, erinnert sich Gerhard Worock. Er war damals Polizist in der alten Wache am Schlosshotel, dem Tagungsort der Politiker. Die Stimmung war sehr gereizt, die war sehr aufgewühlt und eigentlich im ganzen Stadtgebiet. Und wir mussten ja um Personal in ganz Hessen und darüber hinaus sogar in Deutschland kämpfen und bitten, dass wir die Kräfte abgestellt bekamen, weil wir brauchten. Wir hatten ja allein, denke ich, wenigstens 1000 Reporter und Leute hier, die pressemäßig gearbeitet haben. Es war Chaos. Aber der Reihe nach. Schon vor dem Treffen in Kassel begegneten sich Stoff und Brandt im März 1970 in Erfurt. Der Bundeskanzler wird in der DDR gefeiert. Immer wieder rufen die Menschen. Denn Brandt steht als erster SPD-Bundeskanzler für eine Annäherung beider Länder. Er spricht zum ersten Mal von der Existenz zweier deutscher Staaten, die aber füreinander kein Ausland sein dürfen. Die Gespräche in Erfurt fast erfolglos. Es wird ein Wiedersehen vereinbart am 21. Mai 1970 in Kassel. Auf dem Weg zum Tagungsort linke und rechte Demonstranten aus der gesamten Republik. Und die Journalisten etwa im ARD-Sonderstudio im Schlosshotel gespannt. Hier in Kassel wird sich also zeigen, ob das Gespräch, das in etwa 2 Stunden beginnt, ein Meilenstein der deutschen Politik wird oder ein Grabstein für manche politische Hoffnung. Schon auf der Fahrt zum Tagungsort der erste Zwischenfall. Ein Anhänger der rechtsextremen Viking-Jugend wirft sich auf die Kühlerhaube der Staatskarosse.
Im Schlosshotel sollte sich so etwas nicht wiederholen. Das gesamte zweite Stockwerk war geräumt, nur die DDR-Delegation durfte rein. Und Willy Busch, damals Kellner-Azubi im Hotel. Während einer Pause hat halt Herr Stoch eine Tasse Kaffee verlangt und die durfte ich ihm bringen. Und es war aber ein Bitte, Danke und mehr war nicht. Aber der ganze Tag war schon ein Erlebnis. Die Gespräche der Politiker sind zäh. Stoff fordert die Anerkennung der DDR. Brandt verlangt Erleichterungen für die Menschen im geteilten Deutschland. Und dann wieder ein Zwischenfall. Die Fahne der DDR wird von jungen Männern heruntergerissen. Natürlich auch Thema auf der damaligen Pressekonferenz. Wobei der Regierungssprecher sich einen Schmunzler nicht verkneifen kann. Sie haben mit gefälschten Plaketten, die zum Betreten des Pressezentrums berechtigen, ein Omnibus bestiegen, der für den Verkehr zwischen dem Stadtinneren und dem Pressezentrum nur für Journalisten vorgesehen war, und sind auf diese Weise zum Schlosshotel gelangt. Einen gewissen Einfallsreichtum kann man denen ja nicht absprechen. Bundeskanzler Brandt entschuldigt sich, die Gespräche gehen weiter. Nächster Programmpunkt, die Kranzniederlegung für die Opfer des Faschismus. Die aber so zu einem solchen Tumult geführt hat, dass sie abgebrochen werden musste, so dass das verschoben wurde und dann erst am späten Abend vorgenommen wurde und dann wurde der Kranz niedergelegt. Um 22 Uhr verabschiedet Brandt die Delegation auf dem Bahnhof. Ergebnisse hat der Tag nicht gebracht, aber der Bundeskanzler beschwichtigt. Es wäre ein Missverständnis zu meinen, dass von Person zu Person frostig gewesen sein. Der ehemalige Bundesfinanzminister Hans Eichel war selbst als Demonstrant 1970 dabei und sah damals den Erfolg von Brandts Politik. Es war einfach die Einleitung der neuen Ostpolitik, die eben einfach sagte, nicht die DDR, die kennen wir gar nicht, der drehen wir den Rücken zu, sondern im Gegenteil. Wir wollen ganz offensiv, wenn wir auch ganz unterschiedliche politische Vorstellungen haben, mit denen zusammenarbeiten. Also doch eher ein Meilenstein, der 21. Mai 1970. Nicht nur für Kassel, sondern für die Zukunft Deutschlands. In den vergangenen Jahren sind ja immer wieder mal Wölfe in Hessen gesehen worden. Und der eine oder andere ist beim Überqueren der Landstraße auch schon dem bösen Golf zum Opfer gefallen. Bislang waren die Wölfe auf der Durchreise. Jetzt ist aber klar, wir haben zwei Wölfinnen in Hessen, die bei uns sesshaft geworden sind. Diese hier im Stölzinger Gebirge bei Rothenburg. Sie war die zweite. Die erste, die fühlt sich offenbar im Vogelsberg wohl. Eine Fotofalle für die Vogelsberger Wölfin. Der regionale Wolfsbeauftragte Michael Jüngling kontrolliert seine Kameras. Die Wildbiologin Susanne Jokisch vom Landesamt hat sie zur ersten sesshaften Wölfin in Hessen erklärt. Viel Wild vor der Linse. Das Reh. Genau, war ein Waschbär. 20 solcher Kameras mit Bewegungssensor hängen im Wald bei Ulrichstein. Den Standort haben wir gewählt, weil sich hier eben diese Wege auch kreuzen. Also Wildtiere wie auch Wölfe natürlich machen sich's einfach, schlagen sich nicht durchs Dickicht, wie so die herkömmliche Meinung sein könnte. Und an solchen Standorten haben wir deshalb auch den besten Erfolg mit unseren Fallen. Nur so bekommt die Wildbiologin einen Überblick über die Entwicklung der Populationen. Das ist ein Marder. Wow. Steinmarder mit Beute. Die Kamera hing jetzt hier über 2 Wochen und wir hatten neben Rehe ein Wildschwein, mehrere Hasen, Dachse, aber leider kein Wolf diesmal. Regelmäßig kommt Michael Jüngling hierher, kontrolliert die Batterien und den Fotochip und sucht nach Spuren wie Wolfskot. Von Romrot fast bis unter Seibertenroden, darüber hinaus Richtung Bobenhausen. Also das sind schon so 25 Kilometer mal 25 Kilometer ungefähr. Also die hat ja doch ein relativ großes Revier, die Wölfin. Die nächste Kamera, ein paar Kilometer weiter. Michael Jüngling hat die Wölfin noch nie selbst gesehen, nur mit etwas Glück auf den Schnappschüssen. Also hier haben wir eine gute Chance, jetzt einen Wolf, die Wölfin aufgenommen zu haben, weil wir hier schon häufig Bilder hatten. Viel Getier ist da, die Spannung steigt. Und dann? Ah! Oh. Gebonkt, da haben wir sie. Das war gut, das nicht. Jawohl. Wir wissen, sie ist noch da. Ist ein sehr schlankes, hochbeiniges Tier. Ein Starfoto. Die Wölfin lebt noch immer hier.
für unser Monitoring. Wir haben sie jetzt über ein halbes Jahr genetisch nachgewiesen, womit sie territorial wurde. Und jetzt brauchen wir halt regelmäßig die Bestätigung, dass wir sie noch haben hier im Vogelsberg. Im Senckenberg-Institut für Naturschutzforschung in Gelnhausen werden pro Jahr 3000 Kot-, Fell- und Speichelproben von Wölfen gesammelt und genetisch untersucht. Carsten Nowak beobachtet die Wölfin mit der Labornummer 1166 schon länger. Die Vogelsberger Wölfin, die haben wir schon 10-mal anhand von DNA-Spuren erfasst. Wir kennen aber leider noch nicht die genaue Herkunft, das Rudel, wo die geboren ist. Wir wissen aber, dass das Tier wahrscheinlich irgendwo aus dem Norden gekommen ist, denn Anfang 2019 haben wir das Tier schon mal im Harz identifiziert. Denn aus ganz Deutschland kommen die Proben hierher und können so nachverfolgt werden. Auch die der nordhessischen Wölfin. Es ist eine Besonderheit, dass es mehrere Weibchen gibt in Hessen. Normalerweise ist es bei Wölfen so, dass die Männchen wanderfreudiger sind und oft landen die dann irgendwo in Deutschland und finden keine Partnerin. Und jetzt haben wir tatsächlich in Hessen die umgekehrte Situation. Und das lässt schon erwarten, dass es vielleicht bald in Hessen auch Rudel geben könnte. Im Vogelsberg sieht man die Sesshaftigkeit der Wölfin mit gemischten Gefühlen. Naturschützer sind begeistert, Landwirte haben berechtigte Angst um ihr Vieh. Da hatten wir auch zwei Vorfälle an Kälbern, wo die Wölfin genetisch nachgewiesen wurde. Bei dem einen Kalb sind wir sehr sicher eigentlich, dass es eine Totgeburt war. Das heißt, das war Postmortalfraß. Das andere Kälbchen wurde aber von der Wölfin getötet. Das heißt also, wir müssen wirklich aufpassen, gute Zäune machen, dass sie da nicht ohne einen Stromschlag zu kriegen rankommt. Es ist eine negative Konditionierung und das brauchen die kein zweites Mal. Die Wölfe sind zurück in Hessen und damit auch neue Konflikte. Wolfgang Rossi jetzt gleich mit dem Wetter und nach der Tagesschau sehen Sie dann bei uns einen Tatort. Der 100. Affe heißt der. Schon toll mit den Wölfen, ne? Ja, also ich war schon sehr beeindruckt. Ich habe noch nie einen in echt gesehen. Und was anderes mal? Du bist ja auch viel draußen. Reh sieht man schon mal. Ja, Rehe, genau. Ein Elch habe ich schon mal gesehen. Gut, aber nicht in Hessen. Das war woanders. Nee, das war woanders. Ja. Ja, prima. Mensch. Ja. Schönen Abend wünsche ich Ihnen noch. Tschüss, bis morgen. Tschüss. Ich muss gerade echt überlegen.